Knapp 4 Monate ist es jetzt her, da habe ich die Umfrage gestartet zu Let's Play FIFA 14. Mit welchem Team wollen wir eine Karriere anfangen? Ja, und jetzt, 4 Monate später, wollte ich euch einfach mal so einen kleinen Zwischenstand geben. Also es haben bislang, ja, doch schon recht viele Leute mitgemacht. Ungefähr, ich glaube, 35 Leute. Oder kann auch ein paar mehr sein oder ein paar weniger. Ich glaube aber so ungefähr 35 sollten das schon gewesen sein. Und ja, ich wollte euch jetzt einfach mal auf den neuesten Stand bringen. Wer bislang vorne liegt, wer wie viele Stimmen hat, wer die meisten Chancen hat, dann gewählt zu werden als Team im Let's Play FIFA 14 Karrieremodus. Ja, und die Zahlen, die seht ihr jetzt. Auf geht's. Na, das ist doch keine wirkliche Überraschung eigentlich, hätte ich gedacht. Also bislang führt ganz klar und ganz souverän der FC Bayern so deutlich, wie sie letztes Jahr Deutscher Meister geworden sind, so deutlich führen sie jetzt auch vor den anderen Mannschaften. Also das waren sich wirklich die meisten Leute einig. Ja, der FC Bayern soll es dann doch sein. Ja, mal gucken, wie wir mit den ganzen Stars da zurechtkommen. Also Thiago, Götze, keine Ahnung, vielleicht werden wir auch Stars verkaufen, keine Ahnung. Aber die Umfrage läuft noch ein bisschen. Und zwar habe ich jetzt mal ein Datum festgelegt, wann die Umfrage dann beendet ist. Und zwar ist das der 1. September. Da wird die Umfrage dann beendet sein und da folgt dann nochmal ein Abschlussvideo zu der Umfrage, wer dann, ja, mit welchem Team wir dann spielen. Kann ja sein, dass ich bis dahin noch was tue. Kann ja jetzt sein, dass es eine unerwartete Wende gibt, dass plötzlich 50 Leute für Barca abstimmen oder 40 Leute für Juventus und dann 0 mehr für Bayern. Das kann ja alles noch möglich sein, weiß ich ja nicht. Also, wenn er nicht abgestimmt hat, geht mal auf lpgaming.npage.de. Der Link steht in der Videobeschreibung. Dort klickt ihr auf die Rubrik Umfragen und dann seid ihr schon da. Müsst einfach nur eure Stimme abgeben. Ja. Und dann wollen wir mal sehen, was am 1. September so ist. Das dazu. Dann noch eine ganz kurze Information. Also bei mir im Bundesland Niedersachsen haben wir jetzt wieder, hat da wieder die Schule angefangen seit Donnerstag. Und ja, bin ich auch leider wieder Schüler. Muss auch wieder ein Schulleben rein, ich muss mich da erstmal dran gewöhnen. Also, nur dass ihr euch nicht wundert, falls mal 3 oder 4 Tage unangekündigt kein Video kommen sollte, ne? Das hängt mit dem ganzen Schulstress zusammen, da habe ich auch nicht immer die Zeit dazu, euch Bescheid zu sagen. Also nicht wundern, also ich bin noch aktiv, selbst wenn mal eine Woche oder 2 Wochen lang überhaupt kein Video kommt, ich bin noch aktiv. Wenn ich gar nicht mehr aktiv sein würde oder wenn ich eine kurze Pause einlegen würde oder wenn ich meinen Kanal sofort schließen würde, dann würde ich da ein größeres Infovideo machen. Das auf jeden Fall. Das dazu. Das andere habe ich euch erzählt. Lasst es einen Moment sacken. Vielleicht sind einige momentan erleichtert. Boah, FC Bayern führt. Geil. Hat sich ja nicht viel verändert gegenüber der letzten Saison. Und ansonsten, ja, wie gesagt, der Deadline oder die Deadline 1.9. Dann kommt nochmal ein Infovideo mit der endgültigen Entscheidung, mit den endgültigen Stimmen. Und ich sage jetzt schon mal ein recht herzliches Dankeschön an die Leute, die mit abgestimmt haben. Wer noch nicht abgestimmt hat, der kann das jetzt noch machen. lpgaming.endpage.de, wie gesagt, dort auf die Rubrik Umfragen klicken. Und mehr müsst ihr gar nicht machen, nur noch eure Stimme abgeben und einfach abwarten. Tja, das war's von mir. Dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß mit meinen weiteren Videos. Und ja, wir sehen uns dann wieder irgendwann, ne? Also, bis dahin. Tschüssi, euer SPLP.